Schwere Unruhen erschütterten auch heute das unter Kriegsrecht stehende Südkorea. Die Provinzhauptstadt Gwangju erlebte eine Volkserhebung. Rund 200.000 Menschen lieferten sich erbitterte Auseinandersetzungen mit mehreren tausend Polizisten und Soldaten. Dabei gab es bisher mindestens 24 Tote und 300 Verletzte. Die protestierende Menge soll nach der Erstürmung mehrerer Waffenfabriken fast die gesamte Stadt in ihrer Gewalt haben. Die Beamten der Provinz- und Stadtverwaltung von Gwangju sind nach Augenzeugenberichten mit Hubschraubern ausgeflogen worden. Auch die gegen die Demonstranten eingesetzten Truppenteile sollen mittlerweile die Stadt verlassen haben. Unter dem Eindruck der Unruhen wurde heute Park Chung-hoon als neuer Regierungschef in sein Amt eingeführt. Der 61-Jährige, ein pensionierter Luftwaffengeneral, war bereits stellvertretender Regierungschef Südkoreas. Über die Rolle der Opposition in dem vom Militär beherrschten Lande berichtet in einer Reportage aus Seoul Peter Krebs. Entgegen den Befehlen der Kriegsrechtsverwaltung, die alle politischen Versammlungen grundsätzlich verbietet, hatte der legale Oppositionsführer im südkoreanischen Parlament, Kim Jong-sam, durch Mundpropaganda einheimische Journalisten in sein Haus geholt, um eine politische Erklärung gegen das Militärregime abzugeben. Als wir hier ankamen, war das Haus von Polizei umstellt, der aber offensichtlich eine spätere Zeit genannt worden war, sodass sie zum Verhindern zu spät kam. Kim Jong-sam ist der letzte Parteiführer, den die Militärs bisher auf freiem Fuß gelassen haben. Und es gab schon Gerüchte, Kim Jong-sam mache gemeinsame Sache mit dem Militär, verurteile nun auf einmal die Studentenunruhen, obwohl sich seine Partei in der vergangenen Woche hinter die Studenten gestellt hatte. Kurz, man verdächtigte den Oppositionsführer einer gewissen Kollaboration mit dem nun inzwischen allseits verhassten Militär. Aber davon kann nun wohl keine Rede mehr sein, denn kaum hatte die Pressekonferenz angefangen, da stürmen etwa 150 Soldaten das Haus und drängen uns ab. In dem entstehenden Handgemenge wird auch unserem Kameramann die Brille vom Gesicht geschlagen. Wie wir hören, ist Kim Jong-sam und seine Familie damit unter Hausarrest gestellt und kein politischer Führer in diesem Lande ist mehr auf freiem Fuß. Aber obwohl die Kriegsrechtsverwaltung so wie hier alle Städte Südkoreas mit hartem Griff kontrolliert, werden nach wie vor von überall her Demonstrationen und schwere Kämpfe mit Militär und Polizei gemeldet. Keine Frage, dass dieser Dampfkessel Südkorea nicht auf Dauer unter Kontrolle gehalten werden kann.